Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf der Empore. Zuallererst möchte ich Herrn Stadtverordneten ernst meinen Respekt zollen. Da habe ich an die Ausschusssitzung, ich glaube, es ist inzwischen ein Jahr vielleicht her, gedacht, im Stadtentwicklungsausschuss, als es hieß, der holländische Platz, das ist der Platz, der einzige, der geht. Karlsplatz, der ist nicht so gut, weil es ist so ein zentraler Platz, da muss was Besonderes sein, wo viele Leute hingehen. Jetzt stehen wir ein Jahr später da und das heißt, der Karlsplatz ist es und kein anderer Ort und endlich kann man diese Lücke füllen. Wir bauen da aber nicht irgendwas hin, es geht nicht einfach nur ein Loch in der Stadt zu reparieren. Ein Zitat über die Documenta, das heißt, die Documenta-Geschichte ist eine Geschichte der Niederlage, des Zweifels, der Skandale, das jetzt würde ich sagen, sind wir da voll mittendrin, und gleichzeitig der Erneuerung der Erkenntnis der künstlerischen Produktivkraft. Was mir in der ganzen Debatte bisher noch fehlt, ist wirklich die Erkenntnis. Also es wird öfters dann auf das Beispiel der Grimmwelt verwiesen. Ist Ihre Erkenntnis aus dem Prozess dort wirklich, dass man, auch wenn Widerstand da ist, etwas durchprügeln muss? Ist es nicht vielmehr, dass man Leute vorher mitnehmen muss, dass man überzeugen muss, dass man eine Stadtgesellschaft eben nicht mit 36 reagiert, regiert und das irgendwie das Verständnis von Demokratie ist, und es reicht, die auf Medien zu bringen, und in diesem Fall gelingt ja nicht mal das, sondern dass es darum geht, Mehrheiten in der Gesellschaft zu erzeugen. Wenn ich an die Documenta denke, ist es für mich auch schon immer ein Begriff, wo es darum geht, um Demokratie, gegen Verwaltung, für Verwaltung, um transparentes Vorgehen. Wenn ich an Transparenz denke, gucken Sie sich doch die Vorlage an. Da ist die Standortbeschreibung von Februar 2017, die uns die vor ein paar Monaten erst vorgelegt worden ist. Nicht mal die Transparenz war von Anfang an da. Und jetzt mit dem Standort ist genau das gleiche Vorgehen. Sie sagen, einen neuen Standort, der alternativlos ist, statt jetzt von vornherein die Stadtgesellschaft offen mit einzubeziehen. Aber Sie bestimmen, wo der Ort ist, nicht die Stadtgesellschaft bestimmt. Das ist die Stadtgesellschaft. Um den besten zu finden. Es ist eine Frage der Haltung, die Kunsthochschule aussagt.